Guten Morgen, Deutschland. Boah. Blizzard ist voll am Start. Ihr könnt mal sehen hier, wie die First Avenue aussieht. And typically we don't get big snowstorms that are this cold at the same time. 12-inch snowfall in the five boroughs of New York City, but it was more like 18 to 24 quickly rained up. Wenn ihr mich auf einen kleinen Vlog, wirklich nur kleinen Vlog, in das winterliche New York begleiten wollt, mit dem iPhone 13 Pro am Start, ich bin gerade hier bei Brooke Ridge im Central Park, gebt euch ein paar Impressionen, wie so die New Yorker mit so einem kleinen Blizzard umgehen, dann ja, schaut euch das Video an. Bang! Hallo Leute, hallo YouTube. Ja, zwischen den Nachtschichten und mitten im Blizzard mache ich mich mal auf den Weg durch New York, durch das wirklich tief verschneite New York, ihr seht schon im Hintergrund, und laufe mit euch mal eine Runde Richtung Central Park und ja, möchte mal sehen, wie weit ich da komme, weil ich glaube noch nicht mal, dass es so einfach sein wird, über die Gehwege hier zu gehen. Ich bin gerade bei mir aus dem Haus raus und ihr seht hier auf der First Avenue, obwohl da alle, sagen wir mal, ja, gefühlten 20 Minuten hier das Räumfahrzeug herfährt. Ich drehe mich mal. Da seht ihr hier, First Avenue ist dicht. Ja? Und ich habe auch das iPhone hier am Start am Ende des Tages. Ich laufe mal schnell hier über die Straße, weil gerade die Ampel noch grün ist. Und mache mich mal Richtung Central Park auf, um euch ein paar Schneeimpressionen aus dem ersten von mir selbst erlebten Blizzard hier zu bekommen. Ja? Ich drehe euch dann mal und wird ein bisschen mit Musik hinterlegt. Ich laufe einfach mit dem iPhone mit euch durch New York und wir hören uns dann zwischendurch immer mal wieder. Ja, das Problem hier in New York ist halt, ne, die wissen nicht, wohin mit dem Schnee, ne? Das sieht man hier schon. Jetzt haben wir mal, ich würde mal sagen, geschätzt 20, 30 Zentimeter Schnee, sagen wir mal 25. Aber da wir hier keinen Platz haben, ist das natürlich echt ein Problem. Und gehwegefrei ist auch nicht hier. Ne? Weil wie gesagt, ist für so eine große Stadt wahrscheinlich ein Riesenproblem, die Straßen frei zu bekommen. Aber ist natürlich, da ich den Schnee mag, mal ein schönes Erlebnis, hier mit durch New York im Schnee zu laufen. Ich filme übrigens, wie gesagt, mit dem iPhone 13 Pro. Habe so ein Lavalier-Mikrofon hier reingepackt. Ich hoffe, das geht mit dem Ton einigermaßen klar. Muss ich gleich mal überprüfen. Und wenn ich euch jetzt mal drehe, im Grunde genommen, was ich meine hier, ne? Hier. Das ist jetzt sozusagen direkt in der Nähe von der First Avenue. Und hier ist ja nicht mehr allzu viel Platz und die Autos, wie gesagt, der Schneeflug fährt hier einfach durch. Und wenn es jetzt nochmal 20 drauf schneiden würde, dann kommt der hier zum Beispiel nicht so schnell mit seinem Auto mehr weg. Aber wie gesagt, es ist ein Erlebnis, mal hier durch New York zu laufen und hier über wirklich tief verschneite Straßen zu gehen. Und ich bin mal gespannt, wie es dann so Richtung Fifth Avenue Central Park aussehen wird. Let it go.
likely that it would be cold. Ja, hier auf der Park Avenue, auch alles dicht. Normalerweise ist hier die Hölle los. Wir müssen anders belichten. So, wirklich alles dicht und schaut euch das an. Auch hier hinten das MetLife Building oben. Hammer. Ja, hier im Sanford Park sind natürlich unheimlich viele Fotografen unterwegs. Ja. Ich habe jetzt zwar nur die RS50 dabei, vielleicht mache ich auch ein paar Bilder, aber hier ist auch die Hölle los. Überall werden die Handys gezückt und ja, hier am Pond, gerade jetzt hier vorne an der Fifth Avenue, wenn ich mich mal drehe, ist wirklich Alarm und Betrieb. Die New Yorker genießen den Schneespaziergang, den die im Grunde genommen nicht so oft haben. Ne? Die haben ja eigentlich eher mehr so Matschwetter hier. Sowas ist eigentlich halt auch eher mal selten. Es kommt zwar vor und deswegen bin ich auch extra zwischen den Nachtschichten für euch jetzt mal hier rausgegangen. Thank you.
man findet schon ein paar Stellen im Central Park, wo auch nicht mehr so, nicht so viel los ist. Ist direkt am Anfang ist natürlich die Hölle los, aber hier, ne, ihr kennt die Stellen teilweise von meinem Jogginglauf, aber es ist herrlich. Ne? Also es hat sich doch gelohnt, dass ich jetzt hier mal raus bin. Jetzt gehe ich unten nochmal zur Bow Bridge und dann müsste es aber auch langsam gut sein für heute, weil ich muss gleich wieder arbeiten. Dann gab es ein kurzes Video hier mit dem iPhone, mal ein bisschen Winter Blizzard in New York. Ich werde hoffentlich morgen mal losziehen können und noch ein paar Fotos machen, weil ich glaube, der Schnee, der bleibt liegen, weil morgen minus 10 Grad gemeldet sind. As tears were streaming down her face, down her face. Try to let it go. Try to let it fall, to let it pass, to let it go. Ich würde sagen, hier bei Bow Bridge ist ein wunderbarer Punkt zur Abmoderation. Kleines Video mit dem iPhone 13 Pro zwischen den Nachtschichten. Ich habe mich aus dem Bett gequält und bin in die Kälte für euch gegangen. Wir sind durch New York gelaufen, Richtung Central Park, von der First bis zur Fifth Avenue, dann Central Park. Habe ich mal gezeigt, wie die New Yorker so mit dem Schnee umgehen. Jetzt ist das hier keine totale Schneekatastrophe, aber es ist schon spürbar, das Leben ist ein bisschen lahmgelegt, speziell hier Autofahren, die können eh nicht besonders Autofahren, hier die Amerikaner, und Problem sind immer an diesen Walkways, wenn man so über die Straßen geht, das sind riesen Türme von Schnee oder halt Schneematsch, und das kriegen sie einfach nicht weggeschafft. Ne? Ihr habt noch gesehen, die Müllwagen haben hier vorne so Flüge dran. Also alles, was fahren kann von der Stadt, ist mit Flügen ausgestattet. Ich mache jetzt mal noch einen kleinen Instagram-Livestream. Geh mal live und lauf zurück hier durch den Central Park, durch New York bis in mein Apartment. Und dann hoffe ich, dass ich morgen vielleicht mal hier hinkomme und ein paar Fotos machen kann. Vielleicht mit blauem Himmel und Schnee. Aber es sind schon viele Leute am Wochenende immer unterwegs. Ich müsste eigentlich morgen früh, sehr früh losgehen, und da glaube ich kaum, dass ich nach der Nachtschicht da noch Lust zu habe. Am Ende des Tages auf jeden Fall mal wieder ein kleiner Eindruck aus New York, auch wirklich nur ein kleiner Vlog vom iPhone 13 mit ein paar Eindrücken. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das streue ich mal so ein, das Video, an den Mittwoch oder sowas. Und dann gucken wir mal. Vielleicht kommt es schon jetzt diesen Mittwoch, muss ich mal schauen. Aber ihr werdet ja sehen, was da ist. Leute, macht's gut, haut rein und bye bye. She whispered words not meant to be heard. She started to shiver, though she didn't freeze. Try to let it go. Clouds soaring in the wind.
ribbon.